Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Heute gibt's 8 Tipps zum Thema Yachtcharter. Wir behandeln 4 Phasen, die im Zuge einer Buchung zustande kommen, beziehungsweise die im Zuge eines Yachturlaubs zustande kommen. Und zwar einmal die Buchungsphase, dann haben wir die Turnplanungsphase, dann haben wir den Turn selbst und es gibt dann auch noch 2 Tipps zum Thema Crew zusammenstellen, beziehungsweise was die Crew selber betrifft. Also jeweils 2 Tipps zu diesen einzelnen Phasen. Solltest du das erste Mal hier bei uns auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und mehr, Urlaub auf dem Wasser etc. genauso sehr lieben wie wir, also sehr lieben, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit du erinnert wirst, wenn wir ein neues Video online haben. Aktuell ist das jeden Sonntag der Fall. Zwischendurch unter der Woche gibt es dann auch immer mal wieder das eine oder andere Live-Video, wo du dann auch selber mitbestimmen kannst, wie wir verfahren. Du kannst dann Fragen stellen. Wir haben da teilweise Schulungen. Zu Navionics hatten wir letztens eine Schulung. Wir hatten Online-Skipper-Trainings. Also es gibt dann auch den ein oder anderen interessanten Gast, den wir dann live mit dabei haben. Und in den Sonntagsvideos stellen wir Reviere vor. Wir haben Turn-Tagebücher. Es gibt Tipps und Tricks zum Thema Yachtcharter und mehr wie auch heute. Wir haben aber auch Schiffspräsentationen etc. Also dir wird auf jeden Fall nicht langweilig auf unserem Kanal, wenn du das Thema Yachtcharter und mehr liebst. Und das heutige Thema behandelt im Endeffekt den gesamten Zyklus des Charterns einer Yacht. Wir haben schon viele Videos zu speziellen Punkten dazu gemacht, ob das jetzt die Crew betrifft zum Beispiel, ob das die Planungsphase betrifft etc. Und heute habe ich mir mal jeweils 2 Punkte rausgefischt, die in diesen einzelnen Phasen eben wichtig sind. Habe mir auch einen kleinen Spicker da vorbereitet, dass ich auch nichts vergesse und nicht das Video nochmal neu machen muss, nur weil ich einen Punkt oder so vergessen habe. Also, Buchungsphase. Fangen wir einfach mal damit an. Hier gibt es 2 Punkte, die ich ganz interessant finde. Fällt uns natürlich auch in der Agentur immer auf, dass wenn ein Kunde ein Schiff anfragt, dass er da meistens ganz genau weiß, welches Schiff er haben möchte und vor allem auch in welcher Woche. Und hier ist schon der erste Ansatz. Man muss wissen, dass Vercharterer unterschiedliche Preissprünge haben in ihren Preislisten. Es gibt ja eine Vorsaison, eine Hauptsaison, eine Zwischensaison. Es gibt Vercharterer, die haben bis zu 8, 9 Perioden drin, wo sich der Preis für ein Schiff ändert. Und wenn ich natürlich fixiert bin auf eine ganz bestimmte Woche, dann muss ich zum einen wissen, ob vielleicht der ein oder andere Vercharterer in der Woche drauf schon den ersten Preissprung drin hat. Und das kann ich ja nicht wissen. Deshalb finde ich es ganz interessant, wenn man mal so eine Woche nach vorne oder zurück kann. Das heißt, in der Crew-Besprechung vielleicht statt einer Woche, wenn man eine Woche segeln möchte, sich 2 Wochen raussuchen, wo man flexibel ist. Wo man sagt, ich möchte ein bestimmtes Schiff oder eine bestimmte Schiffsgröße, Schiffstyp etc. In der einen oder der anderen Woche haben. Dann können wir als Agentur natürlich hier ganz anders auf die Suche gehen und schauen, ob es nicht schon den einen oder anderen Preissprung gibt, wo man dann schon ganz schön viel Geld auch sparen kann. Da komme ich auch gleich zum zweiten Tipp bezüglich der Buchungsphase. Und zwar ist es natürlich auch eine alternative Yacht. Wir machen das schon von uns aus, dass wir zu einem Angebot auch immer ein Alternativangebot machen. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde bei uns sich ein bestimmtes Schiff rausgepickt hat, dann gucken wir, ob es nicht vielleicht ein alternatives Schiff gibt, was eventuell günstiger ist, vielleicht eine bessere Ausstattung hat etc. Nicht immer sind alle Schiffe im Netz so schnell sichtbar für den Kunden. Ja, also wenn man zum Beispiel nach Schiffen sucht bei bestimmten oder auch bei uns auf der Webseite, dann sind die ja immer gestaffelt nach Rabatt etc. Aber nur weil dieses eine Schiff einen höheren Rabatt hat, heißt es ja nicht, dass es am Ende auch günstiger ist als ein anderes, was vielleicht weniger Rabatt hat, vielleicht aber vom Listenpreis her schon viel günstiger ist und somit gar nicht angezeigt wird. Oder dass Extras vielleicht schon inkludiert sind und der Preis deswegen dann höher angezeigt ist, bei dem anderen scheinbar günstigeren Angebot aber noch diese Extras dazukommen. Was ich damit sagen will ist, wenn ihr euer Schiff über eine renommierte Agentur, wie wir es sind, bucht, dann solltet ihr hier auch das gewisse Vertrauen dieser Agentur in die Hände geben und sagen, hey, das ist der Schiffstyp, den ich suche, das ist ein Beispielschiff, gerne auch eine Alternative dazu anbieten und im besten Fall dann eben auch noch 2 Wochen
zur Verfügung stellende Agentur, dass sie hier wirklich das Beste für dich raussuchen kann. Unser Verkaufsteam wird mich jetzt wahrscheinlich verfluchen dafür, dass ich diese Tipps so rausgebe, weil das ist natürlich mehr Arbeit für die Agentur, gar keine Frage. Aber am Ende kommt es ja darauf an, dass ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme. Und da ist es einfach gut, wenn man ein bisschen flexibler ist. Okay, das war die Buchungsphase. Kommen wir in die zweite, in die Planungsphase. Hier habe ich auch wieder zwei Sachen rausgepickt. Das eine ist etwas, macht man ja vielleicht nur einmal falsch, würde ich jetzt mal sagen. Aber nein, es geht um die Route. Ich würde die Route immer so wählen, dass ich die Passage, wo ich gegen den Wind segeln muss, eher am Ende des Turns habe. Entschuldigung, umgekehrt. Dass ich die Passage, wo ich gegen den Wind segeln muss, eher am Anfang habe. Dass ich quasi am Ende lockerer segeln kann, vielleicht mit dem Wind segeln kann, mit dem besseren Wind zurück zur Basis segle. Ganz einfach. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, wenn auf einmal der Wind zunimmt und in den letzten ein, zwei Tagen, bevor man an der Basis ist, dann vielleicht schlechtes Wetter ist und man den Wind wirklich voll vorne drauf bekommt. Dann ist es sehr stressig und anstrengend, hier noch pünktlich in der Basis anzukommen. Dann sind die letzten Tage, ja, oder der letzte Tag dann eben auch nicht mehr ganz so schön. Und wir hatten auch schon Kunden, die das Schiff dann einfach nicht mehr zurückführen konnten, weil sie sonst in Zeitprobleme gekommen wären und mussten dann das Schiff zurücklassen in einem anderen Hafen. Der Vercharterer musste das holen, etc. Also hier würde ich definitiv am Anfang die härtere Passage in Kauf nehmen, weil da hat man noch ein bisschen mehr Zeit, da ist man ein bisschen flexibler und ist dann vor allem am letzten Tag dann viel gelassener und fährt dann entsprechend auch einfacher zurück und dann bleibt auch der letzte Tag ein bisschen besser in Erinnerung. Zweiter Tipp, den würde ich mir wirklich zu Herzen nehmen. Der ist aus meiner Sicht ganz wichtig und vielleicht zu Beginn nicht ganz so verständlich oder nachvollziehbar. Der heißt, bitte plant euren Turn nicht zu 100% durch. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ne, was soll das denn? Also natürlich will ich meinen Turn durchplanen. Ich möchte ja alles organisieren und gute Vorbereitung ist doch alles. Und außerdem macht es ja auch Spaß mit der Crew im Vorfeld, die einzelnen Übernachtungsmöglichkeiten und die Häfen alle abzustecken, wie der Turn vonstatten gehen soll. Jein, macht vielleicht Spaß, aber ich würde es anders machen. Der Nachteil bei einem 100% durchgeplanten Turn liegt auf der Hand. Wenn vor Ort dieser Turn so nicht durchführbar wird, weil beispielsweise das Wetter nicht mitspielt oder weil es euch vielleicht an dem einen Ort so gut gefällt, dass ihr wohl oder übel jetzt weiter müsst, obwohl ihr vielleicht gar nicht wollt. Oder weil ihr vielleicht ein Problem oder einen Schaden am Boot habt, Maschinenprobleme etc. Wenn ihr in eine solche Situation kommt, ist es total unangenehm, weil ihr ja dann den Druck habt, doch weiterzufahren oder euer Ziel erreichen zu müssen. Und wenn es nicht erreicht werden kann, fällt euer kompletter Plan auseinander. Fahrt ihr jetzt dann die doppelte Etappe an einem Tag oder plant ihr komplett um? Das kann auch zu Unmut innerhalb der Crew führen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie macht man es denn dann? Irgendwie muss ich ja planen. Stimmt? Und mein Vorschlag ist, plant eure Route, wie vorher schon gesagt, jetzt was den Ablauf betrifft, also welche Richtung ihr einschlagt. Und dann sucht euch alle sehenswerten Punkte raus. Macht euch schlau, was auf der Route alles liegt. Welche Strände gibt es, welche Buchten gibt es, welche Marinas, welche Restaurants etc. Und sucht euch im Umkreis, ja, immer so ein paar schöne Punkte raus, wo ihr dann einfach auch die Flexibilität habt, vor Ort zu entscheiden, okay, wir fahren jetzt gar nicht mehr ganz so weit, die 5 Meilen können wir uns sparen, denn hier gibt es auch noch eine schöne Bucht. Und wenn es dann in der einen Bucht doch nicht so schön ist, dann fahrt ihr eben doch ein Stückchen weiter und könnt so einfach viel flexibler agieren. Außerdem kommt hier dann noch ein wertvoller Punkt hinzu, den ich auch immer beherzige, und der ist das Wissen des Base Managers ausnutzen. Wenn ihr mit einer solchen groben Planung, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, an den Stützpunkt kommt, habt ihr im Zuge des Check-ins die Möglichkeit, mit dem Base Manager euren Turn nochmal durchzugehen. Und der kennt sich mit Sicherheit besser aus als jedes einzelne Handbuch und alles, was ihr bisher gehört und gesehen habt, und kann euch auch aktuelle Informationen geben. Vielleicht auch sagen, oh, das Restaurant war mal gut, aber da hat sich jetzt der Koch was anderes gesucht, da ist jetzt ein neuer Koch und das ist nicht mehr gut. Oder die Bucht ist jetzt inzwischen überfüllt, weil es einfach kein Geheimtipp mehr ist, etc.
Das ist einfach Gold wert, denn da könnt ihr euch dann nochmal ein paar Notizen machen und euren Turn dann entsprechend anpassen. Und ihr seid, wie gesagt, einfach ein bisschen relaxter, was die Durchführung des Turns betrifft. So, Planungsphase haben wir auch durch. Nummer 3, die Crew. Hierzu haben wir auch schon ein eigenes Video gemacht und auch Podcasts darüber gemacht. Genauso übrigens auch, was die Planungsphasen betrifft. Und wie ursprünglich schon gesagt, ich habe mir immer so zwei Sachen rausgepickt. Bei der Crew finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man den Co-Skipper von Anfang an komplett in das ganze Geschehen mit reinnimmt. Und zwar sollte man den Co-Skipper schon bei der Einweisung mit dabei haben. Ich weiß, aufgrund von Corona aktuell nicht immer möglich, aber auch diese Zeiten verschwinden wieder und es geht ja jetzt schon wieder bergauf diesbezüglich. Das heißt, wenn die Einweisung im Boot ist, nicht nur als Skipper die Geschichte machen, sondern den Co-Skipper mitnehmen. Am ersten Tag den Co-Skipper die Manöver fahren lassen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen fühlt man sich als Skipper dann auch schon mal wohler, weil man weiß, okay, der Co-Skipper kann das Schiff führen, selbst wenn ich jetzt vielleicht mal ausfallen sollte oder vielleicht mal nicht kann oder kurzfristig innerhalb eines Manövers mal irgendwo hin muss und dem Co-Skipper dann zum Beispiel das Ruder in die Hand drücke. Und auch die Crew weiß dann, hey, hier gibt es zwei an Bord, die das Schiff fahren können und auch die Crew fühlt sich dann natürlich ein bisschen sicherer. Außerdem ist es natürlich auch angenehm für den Co-Skipper, der dann nicht erst dann ausprobieren muss, wie irgendwas funktioniert, wenn es drauf ankommt, sondern wenn er locker am ersten Tag schon mal ablegen kann, anlegen kann, ankern kann, das Schiff einfach mal steuern kann, auch mal ein Gefühl für das Boot bekommt. Punkt 2, was die Crew betrifft, ist ähnlich und zwar solltet ihr jedem einzelnen Crewmitglied bereits am ersten Tag eine Rolle zuweisen. Nicht erst am dritten oder vierten Tag oder erst dann, wenn es vielleicht gerade mal nötig ist, sondern von vornherein, bevor ihr auslauft, schon mal alles durchsprechen. Jeder hat dann seinen Platz, jeder weiß, was zu tun ist und am ersten Tag auch die Manöver mal ganz bewusst gemeinsam durchführen, dass jeder mal was getan hat, wo er weiß, dafür bin ich die restliche Zeit jetzt auch verantwortlich. Ich weiß, was ich bei Manövern zu tun habe, ich weiß, was ich bei An- und Ablegemanövern zu tun habe. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man hier immer durchwechselt, außer es ist eine erfahrene Crew, weil es einfach auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und im Falle eines Falles, wenn es drauf ankommt, dann einfach auch jemand in der jeweiligen Position ist, wo er weiß, was er tut. Ganz wichtig, auch hier einfach am ersten Tag machen, gibt jedem Sicherheit und in erster Linie natürlich auch dem Skipper, weil er dann weiß, hey, ist alles ganz gut organisiert, hat jeder schon mal gemacht und wenn es dann drauf ankommt, dann ist es nicht das erste Mal. Gut, haben wir auch die Crew. Punkt 4, ja, der Turn selber. Und hier habe ich auch wieder zwei Punkte. Der eine ist, ja, eigentlich gehört er zur Planungsphase. Und der heißt Early Check-In. Kennt ihr vielleicht Early Check-In? Sprich, ich möchte mein Schiff früher übernehmen als die normalerweise Übergabezeit von 17 Uhr. Das heißt ja oft in den Verträgen, spätestens 17 Uhr, dass man sein Schiff übernehmen kann. Ja, wenn ich jetzt aber schon um 8 Uhr da lande und um 9 Uhr an der Basis bin, möchte ich ja ungern bis 17 Uhr warten. Stellt sich die Frage, wie kann ich das lösen? Wir persönlich fragen genau diese Informationen im Vorfeld auch schon ab und geben das an den Vercharterer weiter, denn auch der Vercharterer möchte natürlich nicht, dass der Kunde jetzt am Steg steht und dann irgendwie 5 Stunden Däumchen dreht oder sein Gepäck irgendwo verstauen muss, bevor er dann endlich auf sein Schiff kann. Das heißt, wenn der Vercharterer darüber informiert ist, dass man jetzt frühst zum Beispiel schon an der Basis ist, dann versucht er in der Regel auch das Schiff früher fertigzustellen, sodass der Kunde dann auch früher raus kann, früher auf sein Schiff kann und früher aufs Wasser kann. Diese Information ist aber auch wichtig, dass der Vercharterer bekommt. Sprich, wenn ich mein Schiff auch wirklich früher haben möchte und früher raus will, dann bitte das auch sehr gerne im Zuge der Buchung an uns geben, damit wir das eben auch so an den Vercharterer weiterleiten können. Der Vercharterer versucht in einem solchen Fall, wie gerade schon beschrieben, das Schiff tatsächlich auch früher fertig zu machen und fängt dann zum Beispiel mit der Reinigung bei dem Schiff an und bei dem anderen Kunden, der abends um 19 Uhr landet, wird das Schiff dann zum Beispiel erst später in Angriff genommen, um es fertig zu machen. Aber garantieren kann er diesen Early Check-In nicht. Und das ist auch absolut nachvollziehbar, denn der Vercharterer weiß natürlich nicht, ob das Schiff, welches man gechartert hat,
in der Woche vorher vielleicht das ein oder andere Problem erlitten hat, wo man jetzt vielleicht ein bisschen mehr reparieren muss. Und dann könnte es natürlich auch länger dauern, dass man das Schiff bekommt. Vielleicht sind die Segel gerissen gewesen und man muss dann die Segel austauschen. Vielleicht gibt es was an der Maschine etc. Und aus diesem Grund bekommt man einen sogenannten Early Check-In eigentlich nie garantiert. Und wenn ihr mal irgendwo so etwas garantiert bekommt, dann dürft ihr misstrauisch sein, weil es ist einfach unmöglich, weil der Vercharterer auch nicht weiß, ob es wirklich durchführbar ist. Es gibt auch Early Check-Ins, die man quasi bezahlen kann, kaufen kann. Da sagt der Vercharterer, pass auf, du bekommst ein Schiff bis 13 Uhr und das kostet dich so und so viel Euro. Aber auch hier gibt es immer eine Klausel, die sagt, wenn das Schiff aufgrund von Reparaturen nicht bis 13 Uhr fertig werden sollte, bekommst du dein Geld zurück, lieber Kunde, und dann bekommst du es eben doch leider wieder später. Also, man sollte wissen, ein Early Check-In ist möglich, wenn ihr die Möglichkeit habt und früher an der Basis seid, dann diese Informationen auf jeden Fall an eure Agentur geben. In unserem Fall geben wir das ohnehin an den Vercharterer weiter, aber den Wunsch, früher auf das Schiff zu kommen, würde ich trotzdem nochmal darstellen. Allerdings nicht traurig sein, wenn es nicht funktioniert. Wichtiger ist es, dass ihr ein intaktes Schiff habt, ein sauberes Schiff habt, aber der Vercharterer hat grundsätzlich natürlich auch Interesse daran, dass man nacheinander so schnell wie möglich dann auch abgefertigt wird und auf sein Schiff kommt. Letzter Punkt betrifft auch jetzt den Turn selber. Ja, und das ist der letzte Tag. Ihr kennt das. Tanken, ihr fahrt an die Tankstelle. Horrorszenario. Zig Schiffe, jeder vorwärts, rückwärts, Steuerbord, Backbord steht in der Schlange, jeder möchte tanken. Dann gibt es eine Böe von Steuerbord oder Backbord, wo man dann wieder in Schweiß ausbricht als Skipper, weil man nirgends andotzen möchte. Die ganze Crew ist auch hell auf konzentriert, dass hier keiner gegen den anderen dotzt. Ich hasse so etwas. Und ja, ich war auch mal so dagestanden vor vielen, vielen Jahren und dann ist neben mir einer vorbeigefahren. Der hat ein fröhliches Schmunzeln auf den Lippen gehabt und ist an der Tankstelle vorbeigefahren. Und hat sich an den Steg, ist an den Steg gefahren, hat festgemacht und war fertig. Haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht, der muss doch auch tanken. Das ist doch auch ein Chartergast. Wieso fährt er jetzt mit einem halbleeren Tank zurück? Der hatte gar keinen halbleeren Tank. Der hatte schon getankt. Und zwar war er schon mittags an der Tankstelle, beziehungsweise vormittags. Ganz einfach. Ihr müsst euren Turn einfach nur so planen, dass ihr am letzten Tag nicht Knall auf Fall um kurz vor 17 Uhr an der Tankstelle seid, was ohnehin sehr viel Stress bedeuten würde, sondern ihr plant euren Turn so, dass ihr schon Vormittag bzw. mittags an der Tankstelle seid, maximal ein Schiff vielleicht vor euch habt, tankt und dann in die nächste Bucht fahrt und dort euren letzten Tag genießt. Und dann könnt ihr wirklich kurz vor 17 Uhr rausfahren, fahrt an der Schlange vorbei, die tanken möchte und geht an den Steg und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, das waren mal so die 4 Phasen und 8 Tipps, die ich mir rausgepickt habe. Ich bin mir sicher, dass du auch das ein oder andere erlebt hast und ein paar Tipps hast für diejenigen, die sich dieses Video dann vielleicht einfach mal später anschauen. Schreib sie bitte in die Kommentare. Mich persönlich interessiert es sowieso, aber wie gesagt, auch mit Sicherheit all die anderen, die sich dieses Video anschauen. Kann ja eine schöne Diskussionsgrundlage auch sein. Ich finde es, wie gesagt, immer sehr spannend. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach nächste Woche wieder hier bei uns in dem, wie ihr gesehen habt, neuen Büro, neuen Studio mit einem etwas anderen Hintergrund. Ja, ab und zu müssen sich die Dinge ein bisschen weiterentwickeln und ich hoffe, es gefällt euch. Macht's gut und bis dann.